Ja, aber das ist doch schon ganz witzig. Ach, übrigens, so, genau das, was du vor weiß ich wie vielen Folgen schon angesprochen hattest, das werde ich ja mal jetzt umsetzen, und zwar meinen Zaun befreien von Erde. Ja, richtig, weil das ist wichtig. Von hier aus sieht auch besser aus. Und vor allen Dingen hat dann auch der Zaun keinen Kontakt mehr da. Weißt du, dass der da wieder noch was rüber macht. Okay, man kommt trotzdem noch rüber. Ja, ja. Also zwei Abstand, ich sag, zwei Abstand wäre natürlich besser. Ein ist absolutes Minimum. Ja, ich aber zwei mal, Abstände wäre besser. Ich mach erstmal einen. Ja, also die IKEA-Spar-Variante. Ja, ansonsten muss ich hier wieder so viel terraformen, weißt du? Ja, mach mal, du faule Zuluder. Tu was für dein Geld. Hier geht's ja dann. Ja, dann muss ich hier noch. Siehst du, dann kommen schon wieder Steine raus. So alles. Ja, ich geh mal hier zu deinem Haus, ne? Monsterschnetzeln. Ja, tu dir keinen Zwang an. Guten Abend, Spinne. Oh, Herr Creeper. Herr Creeper, Sie hier bei uns auf dem Weg? Alter, ich bin so weit weggerannt. Ja, ja, hier am Weg. Obwohl ich weggerannt bin. Diese Psychopathen. Diese Creeper. Psychopathen. Dieses Pack. Dieses Volk. Nee, Reiskraft tut nur so, aber hat einen fahren lassen. Ja. Der Reichsgraf lässt keinen fahren. Er lässt einen fahren. Ich hab gerade wieder so Bilder im Kopf gehabt, ey. Ich hab mir gerade vorgestellt, wie Stieglitz sich nach vorne beugt. Du im Hintergrund, also dahinter mit dem Feuerzeug und irgendwo in der Ferne explodiert. Creeper. Komm, wir sagen, das war ein Creeper, der explodiert ist. Oh ja, das glaubt der Raiden. Nee, da habe ich gerade voll die geile Idee. Das kann man wirklich umsetzen. Das ist auch ganz leicht. Ach, du hast, das sind Kürbislampen, die ihr gemacht hast, ne? Ja, ja, genau. Genau, richtig. Rieche ich jetzt auch gerade. Kürbislampen. Ich bin Level 20. Ich brauche noch 10 ganze Levels. 10 ganze Levels. 10 ganze Levels. Mit furchtbar roten Haaren. Ich war gerade irgendwie beim anderen Lied. Irgendwo falsch links abgebogen. Ja. Hat das denn einen? Kennt einer das Lied, was ich gerade so mit von der Melodie her brauche? Ja. Friseuren. Genau, ja. 10 nackte Friseusen mit furchtbar feuchten Haaren. Yeah. Harem. Haramasch. Mit einem furchtbar feuchtem Harem. Ja, da ist die Decke kaputt, weißt du, da. Stieglitz? Ja. Komm mal her. Wo bist du? Reiskraft, du auch? Was? Da ist aber Glück, dass ich gerade noch hier bin. Hier neben mein Haus. Welches Haus? Also bei mir, große Hütte. Wenn du davor stehst, dann einfach links rumgehen. So. Jetzt hier oder was? Ah, verdammt! Da. Oh, ah, ja. Was denn? You're not permitted to place TNT here. Ah, wie das wohl kommt. Wer ist denn hier der Serverbetreiber? Ach, ich! Und das Problem ist, ich wollte jetzt... Als wenn ich euch nicht kennen würde. Ich wollte jetzt da TNT hinsetzen. Stiegel sollte sich jetzt hier hinhocken. Ich stehe dahinter mit dem Feuerzeug und du stehst einfach dahinter und ich zünd's an. Komm, Purz, Purz, Bomb. Geil. Ja, das wäre geil gewesen. Aber dadurch, dass man leider kein... Aber ich kenne euch Schlingel ja, ne? Deswegen habe ich das so gemacht. Ich kenne euch. Ihr seid doch alle gleich. Ihr wollt alle furzen. So, dann mache ich jetzt Kürbissuppe. Ja. Weiß das jemand? Kürbissuppe? Ach, wie? Mhm. Ja, da brauchst du Schüssel auch für. Einen Teller. Ach Gott, wie kriege ich einen Teller? Musst du ein bisschen rumpropeln. Ja, so wie eine Tellerform. Ich weiß aber jetzt nicht, aus welchem. Ob das jetzt Stickies ist oder ob das... Bretter, Holzbretter, glaube ich. Also ja. Ich hab schon. Also genau. Wie ein Eimer, bloß mit Holzbrettern habe ich jetzt richtig, vier Schüsseln. Ganz genau, ganz genau. Jetzt kannst du eine Schüssel scheißen. Ja, achso, kannst du rein zufällig TNT platzieren? Weißt du das? Guck mal, hast du das? Sicher, da kann ich das. Sicher kann ich das platzieren. Dann da einmal rein.
Stiglitz, komm her! Aber womit machen wir das an? Müssen wir einen Redstone-Schalter haben? Ein Redstone-Schalter oder eine Redstone-Fackel? Ein Feuerzeug geht da, glaube ich, nicht. Komm. Stiglitz! Naja, sterbe ich. Da musst du aber die Natur wieder richtig machen. Meinst du, es reißt den Krater rein? Ja, sicher reicht das ein Krater rein. Stiglitz, komm. Wir warten hier gerade auf dich. Alter, ja, komm. Das machen wir jetzt noch. Ich setze gerade alles ab, was ich nochmal gebrauchen will. Ach, okay, er macht dir doch nicht ins Höschen. Ach, stimmt. Warte mal. Naja, bin ich tot wegen sowas. Und verliere alles. Ach, stimmt. Warte mal. Scheiße. Alter, das sind ja... So, ich filme das Ganze. Ja, ich ja auch. So, ihr stellt euch jetzt gleich so hin. Oh nein, Hundi. Dein Hund, den würde ich lieber da hinten irgendwo hinsetzen. Komm mit. Ja, reicht, reicht. Weiter braucht er nicht. Das reicht, das ist gefahren. So, komm, Raiden, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Raiden, Raiden, da dreh ich schon unterwegs. Komm, komm, los. Schon unterwegs, er läuft wie eine alte Oma. So. Alter, was ist mit dir los? Ach, du isst, ne? Das sieht aus wie eine alte Oma, ey. So, so hier. Jetzt kommen wir ein Stück weiter nach hinten. Stiglitz, geh drüber. Halt, da kommt ein Creeper. Mach den mal eben kalt. Oh. Oh, oh. Ja, mit dem Feuerzeug. Nein. So, kalt gemacht. Geil. So, Stiglitz, jetzt bück dich da rüber. Komm rüber. Jetzt umdrehen. So. Mal gucken, ob es geht, aber ich glaube nicht, ich kann ja nichts anzünden. Warte mal. So, hast du ein Bild hier? Ja? Ja? So. Ja. Also, Stiglitz. Nee, ich kann es nicht anzünden. Was? Hast du eine Redstone-Fackel? Noch nicht, warte. Stiglitz, du bleibst so stehen. Ich komm nicht mehr. Ich krieg aber einen Krampf. Ich glaube, ich bekomme einen Darmkrampf. Ein Darmkrampf. Ey, musst du jetzt dich nochmal kurz woanders entleeren? Nee, nee, warte mal. Was macht er denn jetzt? Wenn mal unser Versuchskaninchen flüchtet. Wie, was, wo? Unser Versuchskaninchen flüchtet. Nix abhauen. Komm zurück. Miep, 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 miep. Ah, ich hab noch meine Rüstung an. Warte mal, schmeiß es. Ach, ist doch jetzt so kackegal. Los, stell ihn dir so an. Ja, schmeiß es nur dahin. Stell dich nicht so an. Kurz, weg. Muss ich weiter zurück oder nach vorne? Ich zeig dir, dass ich's. Nein, du bist genau richtig, so. Nein, nee, 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 nicht weiter nach vorne, So. Ja. Druck aufbauen? Ja. Nee, passiert nichts. Hä? Setz mal drauf. Nee, geht nicht. Komm mal her, dann zünd du es an, du kannst das ja. Ey, da müssen wir einen Schalter haben. Nee, hier, guck mal. Hier, nimm mal ein Feuerzeug und dann zünd's einfach an. Herr Reichskraft, fragen Sie doch mal den Admin. Okay, ich frage mal den Admin. Warte. Alter, das geht gar nicht, wir brauchen einen Schalter. So, komm, zünd's an, zünd's an. Ich hab's. Oder warte. Ich weiß, wie es geht. Ja. Ja! Oh. Alter, wenn das kein Krater ist. Ja, ordentlich. Den würde ich aber massiv zubauen. Naja. Willst du ihn sehen? Alter, das war ein Furz. Warte. Alter, das war ein Schiss gewesen, ey. Sauber. Ey, Stiglitz, was hast du gegessen? Hast du wieder eine Katze gegessen? Reichsgrafenmelon. Reichsgrafenmelon, so pff. Alter, das war geil. Alter, sowas müssen wir öfter machen. Das macht Spaß. Ja, wenn ein Creeper in der Ferne explodiert, kommen mir solche Gedanken. Huch. Ja. Es ist so geil. Ach, das war schön. Ich muss vorstellen, du hättest das als Alarmanlage und überall so Fallen für Creeper oder Monster. Ja, stell mal kleine vor, Fallen so. Stell mal vor, jeder dann Creeper. Dann ist unsere Welt bald weg. Ja, würde ich gerade sagen, wenn jeder Creeper hier so einen Krater hinterlassen würde. Achtung, perverser Maskenmann von hinten. Oh nein, er kommt von vorne. Nein, er ist bei dir. Hilfe, perverser Maskenmann.
Der zeigt dir, was er kann. Ah, der ist schon an dir zugange. Hilfe, perverser Maskenmann. Ich kann es gar nicht so schnell einfangen. Den perversen Maskenmann. Oh, Maskenmann, hallo, hallo Maskenmann, hallöchen, na, na, bist du auch hier im Club? Ach nee, so. Der Popo-Club. Der Popo-Club, wir sind alle im Popo-Club, im Popo-Club. Guck mal, der ist schon wieder bei dir, der ist schon wieder bei dir. Der ist schon wieder bei dir. Und seine Brustwarzen stehen schon ab. Hör mal, freust du dich so, den Raiden zu sehen? Oder was ist das da? Nein, soll ich gehen? Alter, der gibt bei dir Hilfe, Hilfe, Hilfe! Vergewaltigung! Vergewaltigung! Lass mich das Loch zumachen. Das will er ja auch nur. Genau das will er auch nur. Lass mich hier das Loch zumachen. Guck mal, genau das macht er jetzt bei dir auch. Lass Oh. Scheiß so, die FSK Wand 18, an. Ach nee, das nimmt er auch wörtlich. FSK 18. Alter, ich hau ab, das ist ungeheuerlich. Nein. Hör mal, der steht auf kleine Burschen. Oh. Hallöchen. Ich hab hier was in der Hand. Leider kein Knochen dabei. Alter, jetzt ist der arme Hund dran. Oh Gott, ich will es nicht sehen. Nee. Ich gehe wieder. Mal kurz auf den Tacho geguckt. Alter. Langsam neigen wir uns auch zum Ende zu, ne? Ich stehe ja. Auf Cyborgs, Hundi. Ah. Ah. Hammer, ey, das müssen wir echt öfter mal machen. Vor allen Dingen nimmt Steglitz dich ja immer. Ich versteh's nicht, ne? Von daher können wir das ruhig öfter mal machen. Ich film das einfach nur. Ich film das. Getreide. Der Richter, ich bin. Ich wollte nicht. Das sah auf dem Video aber ganz anders aus. Ich hatte ganz laut um Hilfe geschrien, der Richter. Auf dem Video ist nicht ein Mucks von Ihnen zu hören. Hatten Sie Schockstarre gehabt? Ja, und der andere auch. Alter Falter, ey. Krass, ist das krass, ey. Ach, Hammer, Hammer, Hammer. In der Hammer. Hund füttern. Hund füttern. So, und ich lege mal eben meinen Weizen in die Küche ab. Und das Gammelfleisch könnte ich auch eben mitnehmen. Und die Eier könnte ich auch mitnehmen. Ich bepflanze gerade mein Feld. Ja, mach das mal. Das ist immer wieder wichtig, ne? Feld bepflanzen. Ja, muss ja auch sein, ne? Ach, hier. Ja, das ist wichtig. So, und ich lege mal den Weizen ab. Weizen ab. Einfach, weil ich's kann. Schwert so, und da. Die Eier kommen da rein. Ach, ein Schwert. Aha. Pass auf, Steglitz, er kommt gleich wieder. Wer was ich kenne? Nee. Nee, du kommst du nicht. Er kommt. Nee, du nicht. Aber ich kenne einen. Alter, das wird ja immer schlimmer hier bei uns. Ihr müsst erstmal dabei sein, das ist schlimm. Ach, damit wir uns ein bisschen benehmen, meinst du? Nein. Ach so. Nein. Ach, du meinst, als eine Frau muss dabei sein als Puffer? Nein, jetzt ist aber. Jetzt ist aber wirklich gut hier. So, jetzt bin ich mal überlegen, was ich denn in der nächsten Folge so machen werde. Alter, ich weiß, wo ich dabei war. Ich wollte doch hier die Sachen... Oh mein Gott. Ich wollte doch eben hier noch kurz was abernten. Ich hatte doch einen Plan gehabt. Den habe ich ja wohl bis zur nächsten Folge wahrscheinlich wieder vergessen. Aber ich versuche es trotzdem. Dran zu denken. Oder? Ja, ich versuche irgendwie dran zu denken. So, pass auf, dann, oder? Ne, das lasse ich. Ne, komm, das wird zu langweilig. Außerdem ist eh gleich die Folge schon zu Ende. Ja, eben. So, dann gucke ich mal eben hier noch. Ich voll honk.
ich voll honky. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell was holen, damit ich für die nächste Folge weiß, was ich machen wollte. Scheiße. Das muss ich noch eben schaffen. Schaffe, Häusle baue. Und zwar nehme ich das in der Hand. Und komm angerannt. Nö, ich hatte doch gerade noch. Nein, Stieglitz. Nein, Drain, du brauchst keine Angst haben. Dann nehme ich es in der Hand und komm angerannt. Nein. Diesmal bist du sicher, Raiden. Sehr gut. Er hat noch gesagt. So, pass auf. Jetzt stelle ich mich nämlich einfach mal hier in mein Kuhgehege rein. Und sage... Oh, Amor. Wie muss ich denn das jetzt, craften? Ich habe jetzt Schüssel und Kürbis. Ach, irgendwie Laterne. Übereinander. Ja, das ist natürlich blöd, Kürbislaterne, ne? Du willst ja nicht leuchten beim Essen. Ne? Also du bist ja nicht Tschernobyl verstrahlt. Das sieht aber bestimmt lustig aus. Ja, aber das sieht auch so schon lustig aus. Das ist jetzt, man muss das nicht immer noch steigern bis ins Letzte. Ich würde aufpassen, so. Ich bin bewaffnet mit einer Schere. Super, und während die Kühe sich hier gerade anmischen, was hast du da für ein Schild, bitte? Jungs, wir machen Folgenende. Während sich die Kühe hier gerade an mich schmiegen, oh, und ich mal eben kurz auf die Erfahrungspropel aufsammle. Mein Schaf Zwinger drinne bin. Ich will's nicht wissen. Erdbeermarmelade. Okay. So, diese verrückte Folge ist für jetzt vorbei. Das heißt, wenn ihr noch mehr so verrückte Folgen sehen wollt und wenn ihr wissen wollt, ob Stieglitz und Rain vielleicht doch noch ein Paar wären, offiziell, und sie sich dazu outen, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn ihr uns gemeinsam zum Schluss hören sagen wollt. Tschüss!